Was ist hier passiert? Für unser Land, für unsere... Okay. Okay, jetzt war safe ein Vampir. Da durchs Fenster geflüchtet ist. Sieht auf jeden Fall schwer danach aus. Ja, da unten ist die Blutspur. Bin ich gespannt, was hier passiert. Okay. Mal ein bisschen umgucken, sonst habe ich hier gleich ein bisschen Blei im Genick. Ja, das ist zum Beispiel einer. I cannot enter. It's locked, all right. Okay, warte mal, da steht einer. Ich glaube, ich kümmere mich mal um den hier. Runter geht nicht. Folge der Blutspur. Ich weiß jetzt nicht. Geht die da lang, die Blutspur? Schmeckt bestimmt gut. Ja, natürlich. Wir gehen mal hier lang. Oh, so ein Penner. Hat er mir von da hinten was reingedrückt, ey. Scheiße. Boah, dieser Penner da hinten, der geht mir richtig auf den Sack. Na, kommst du her? Ist das ein Arsch? Okay, so. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Hat er was fallen lassen? Yep. Ich weiß nicht, wo genau wir jetzt hingeführt werden. Aber die Blutspur geht hier auf jeden Fall lang. So viel Blut. Whoever was killed got dried out. Muss völlig ausgetrocknet sein. Okay. Grippe. Ach, wenn ich den schon wieder sehe mit seinem Kackstab da hinten, ne? Wenn ich den schon wieder sehe, du... Das ist hier die andere Seite. Ah, okay. Mal gucken, ob es hier was gibt. Also ich könnte mich auf jeden Fall rüberporten, aber ist ja gerade nicht notwendig. Dann stellen wir uns mal oben dem Boy mit dem Kreuz. Okay. Ah, es sind ein paar, ne? Ah!
Schade, ich dachte, irgendwer fest. Ja, habe ich den einen? Aua, aua, aua. Hat er mir nicht Kelle gegeben? Yikes. Mein Leben ist aber ein bisschen... Ich müsste den mal snacken, damit ich... Oh, er dreht um. Okay. So. Das hätte auch besser geklappt. So, die habe ich hier. Gut, Blutspur geht weiter. Da lang nicht. Haben die dir echt eine Rose in den Mund gesteckt? Moment. Da oben ist ein Unterschlupf. Her shoes and clothes are quite worn out. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. Only a golden watch in her pockets. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. Nicht so gut. I see you. What the fuck? Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Okay. Wieder eine Dame. Warte mal, ich mach mal hier kurz ein bisschen snacken. Ich glaube, wir können ruhig mal wieder ein paar Punkte vergeben. Vampir-Club, okay. Na, lass mich mal vorbei, ja. Jetzt muss ich erstmal wieder kurz Check-up machen. Ach so, wir sind jetzt hier. West End, anscheinend. Oder ist es da, wo ich zuletzt drauf geklickt habe? Warte mal, die haben wir alle geheilt. Ich müsste das Zeug hier herstellen, aber ich finde nicht genug von diesen Ergothermien, ne? Migräne? Kann ich doch, aber habe ich auch nicht genug Stuff. Ja, shit. Dann halt nicht. Gut. Ich glaube, gucken wir mal, was wir mit unseren Punkten anstellen können. Immer diese Frauen, ja. Bei den Händlern. Ja, ja, ich weiß. Aber ich vergesse das immer, wenn ich da mal welche sehe. Die Frage ist, gehe ich jetzt weiter? Ah, warte mal, wie gebe ich jetzt unsere Punkte aus? Das ist eigentlich ganz nice. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, eine Sekunde länger die halt erstarren zu lassen, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht wirklich, dass es notwendig ist. Die könnten halt auch mal ein bisschen was in Ausdauer und in Leben stecken, ne? Hm.
Das ist aber auch ganz nice eigentlich hier. 600 Punkte. Warte mal ganz kurz. 5% mehr. Ich glaube, das kann von Vorteil sein. Ich muss mal gucken. Ich würde hier zu großer Durst tendieren. Und mehr Leben. Machen wir mal, würde ich sagen. Okay. Blutkapazität. Macht das halt Sinn oder macht das eher nicht so Sinn? Das ist jetzt die Frage. 900 Punkte. Na, das waren ja die 3000. Da brauche ich gar nicht nachgucken. Und ich glaube, sonst kann ich nicht wirklich... Oder mehr Ausdauer. Wobei, mit Ausdauer komme ich mittlerweile ganz gut klar, muss ich sagen. Es sind halt 15% mehr, ne? Tja, nehme ich jetzt Ausdauer? Oder Blutkapazität? Ich glaube, ich habe von Ausdauer mehr. Ach, die können wir auch noch mitnehmen. Dann nehmen wir beides. Gut, dann haben wir jetzt aber ganz schön ausgeskillt hier. Gucken wir uns mal an, wie sich die Bezirke verändert haben. Ich müsste irgendwie mal wieder nach Whitechapel und hier mal ein bisschen Medizin vergeben. Hier kennen wir zum Glück noch keinen. Aber gut, hier ist halt erstmal wieder stabil. Hier ist wieder gereinigt. Wir müssen irgendwie nach Whitechapel. Ich weiß gar nicht, ob wir da nochmal hinkommen. Ist deren Ernst? Muss ich das jetzt schon wieder machen? WTF? Warum? Warum tauchen die wieder auf? Hm. Na geil. Watch yourselves. Lord, give us strength. Dass ich die nochmal killen muss, ist so Bullshit irgendwie, ne? Ah, ich hänge fest. Au, au, au. Und ich habe kein Blut mehr. Ah, fuck. Die Blatt. Geh weg mit deinem blöden Kreuz. Ah!
Das war knapp. Ich glaube, nochmal gesnackt kriegt ihr nicht, oder? Gut, so, ich brauche Blut. Dass sie da einfach wieder spawnt, also. So. Gut. Ich brauche nochmal ein paar Ratten, bitte. I have this thirst for blood. Okay. Ich habe jetzt. Ah ja, genau. Ich wollte gerade sagen, müssen wir doch da eigentlich mal hochlaufen. Wer war diese Lady hier? Oha, nein, das wollte ich nicht. Moment. Ich würde eigentlich hier an diesen Koffer. Halt, da, an den. Und an den. So, jetzt können wir uns porten. Endlich bewegen wir uns ein bisschen über die Dächer. Ey. Das habe ich die ganze Zeit schon schmerzlich vermisst irgendwie. Ich möchte jetzt aber wissen, wer diese Dame... Ich glaube, unter uns ist irgendwas. Oder auch nicht. Okay. Du läufst davon. What was that? Jesus. Gott, ist das laut auf meinem Ohr gewesen gerade. Da. Okay. I won't let you escape. Klar kommt die uns. Schnell bin ich im Leben nicht. Very fast, but I'll catch you. Wo ist sie hin? Wo ist sie jetzt? Ich sehe sie nicht mehr. Aber ich glaube, wir sind... Ich glaube, wir sind ja richtig. Geht gar nicht anders. Okay. Hör doch auf, mich in Brand zu setzen. Oh, what the fuck, was war das denn? Oh, warte mal, da hinten steht jemand, der tut weh. Irgendwo ist da hinten in der Ecke. So ein Penner. Ich bin ein Vampir. Könnte daran liegen. Dass sie deswegen was gegen mich haben. Okay. Okay, also in Blut zu investieren war auf jeden Fall eine gute Idee. Das hat nicht geheilt.
Guti, dann haben wir das auch erledigt. Dieses Kindergeschrei, ne? Aber wo ist die Alte jetzt denn, ist die Frage. Warte mal, nee, wir müssen da lang. In die Richtung müssen wir. Nochmal rein gucken. Da ist nichts. Hoch halt. Hallo, Anti. Kritisch. They've all been butchered. Okay. Aber wir müssen wieder auf den Friedhof, oder? Alter, was denn hier passiert? Ha. Hallo, Bekwa. Hallo, Jürgen. Ja, gut. Dann... wieder über den Friedhof. Okay, und der Blutspur wahrscheinlich... Alter, warte mal, die ganzen Skulls wurden gekillt. What the fuck? I can still sense a presence. War das die Alte? Oh je, was passiert denn jetzt? Gegen wen muss ich schon wieder kämpfen? Warte mal eben. Muss ich hier lang? Glaube. Ja. Oder nein? Oh Gott, ist die laut auf meinen Kopfhörern. Bist du es? Ich glaube, das ist jemand anderes. Hallo? Are you all right, Miss Shun? My name is Zhao Shun. Ach, die. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Zhao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew.